Man kann mit einem Integral Flächen berechnen. Man kann aber auch Volumina, also Rauminhalte damit berechnen. Wie geht das? Naja, überleg mal, wenn du eine Fläche ausrechnest, magst du eigentlich nichts anderes als unendlich viele, unendlich dünne Rechtecke zusammenzählen, beziehungsweise die Flächen von diesen Rechtecken. Wenn ich das mal ein bisschen ungenau sage, dann könnte man auch das so ausdrücken, du integrierst unendlich viele Striche. So. Und jetzt denk das mal eine Dimension höher. Wenn ich mir ein Volumen ausrechne, dann muss ich unendlich viele, unendlich dünne Scheiben, also eigentlich Flächen oder Querschnittsflächen, integrieren, addieren, wie auch immer. Das ist ja eh praktisch dasselbe. Ja, also schauen wir mal sowas an. Hier so eine Birne. Das hier ist meine X-Achse und ich werde jetzt mal diese Birne mathematisch betrachten. So, hier eine X-Achse. Was muss ich machen, um das Volumen dieser Birne auszurechnen? Nun, ich brauche zuerst mal eine Formel, genauso wie ich ja auch für die Fläche eine Formel gebraucht habe. Und angenommen, hier ist x ist gleich 0. Ich brauche eine Formel, die mir bei jedem x angibt, wie groß gerade die Querschnittfläche ist. Also zum Beispiel sagen wir, da ist x ist 0, wie gesagt, dann ist da vielleicht x1, 2. Ich schneide einmal da bei x2 durch. So schaut das aus. Ja. Und ich bräuchte jetzt eine Formel, die mir angibt, wie groß in, sagen wir, Quadratzentimeter diese Fläche hier ist. Besonders einfach wird das bei Körpern, die durch eine Drehung entstanden ist, sogenannte Drehkörper. Also zum Beispiel ein Bein von einem Sessel, der auf einer Drechselbank entstanden ist. Nehmen wir mal an, das ist hier kreisrund. Ja, es stimmt natürlich bei der Birne jetzt nicht ganz genau, aber wir nehmen es mal an. Dann wäre das hier, wie gesagt, ein Kreis. Da gibt es einen Mittelpunkt, hier. Das ist der Radius vom Mittelpunkt nach außen. Und die Fläche von einem Kreis berechnet man doch mit r2π. Ja. Und was ist jetzt das r? Schauen wir uns das nochmal an. So. Das ist meine x-Achse. Und das r geht doch von hier bis hier oben jeweils. Das ist ja die y-Koordinate. Und zwar die y-Koordinate an dieser Stelle, sagen wir mal, bei x ist gleich 2. Und wie rechne ich mir die y-Koordinate aus? Natürlich mit f von x, in dem Fall f von 2. Also, was muss ich machen? Ich muss, um diesen Kreis hier zu bekommen, r² mal pi rechnen. Und weil das r mein y ist, kann ich das auch y² mal pi rechnen. Und weil mein y dasselbe ist wie f von x, kann ich auch f von x² mal pi rechnen. Und das muss ich integrieren. Also ich brauche sozusagen, wenn du den Drehkörper hast, dann brauchst du das Integral von f von x zum Quadrat mal pi von hier bis hier. Ja, also du brauchst zuerst mal eine Formel, die dir diese Form hier angibt, ja, weil dann hast du hier den Radius. Dann musst du zuerst diese Formel hoch 2 nehmen, damit du f von x zum Quadrat hast. Das Pi ist ein konstanter Faktor, den kannst du auch vors Integral schreiben. Und dann bildest du das bestimmte Integral von f von x² von hier bis hier. Ja, bestimmtes Integral heißt ja, du musst diese Grenze einsetzen minus dieser Grenze. Und dann am Schluss alles mal Pi rechnen und du hast das Volumen dieser Birne. Das Volumen ist mir jetzt aber ziemlich egal, weil ich werde diese Birne jetzt endlich essen.